Die Frage war jetzt, danke, die Frage war jetzt, wie sieht es aus mit Open Access, also freie Lizenzen, wenn ich als Hochschule Werke, die im Zusammenhang mit der Hochschule entstehen, also entweder von Studierenden oder auch im Rahmen der Dienstpflicht sozusagen, was passiert mit denen? Da habe ich auch eine entsprechende Folie, Moment. Wir reden hier, nämlich, es ist ein größerer Bereich, den Sie da mit Ihrer Frage angestoßen haben, darum möchte ich Ihnen da etwas ausholen. Diensterfindungen im Urheberrecht. Ich sage jetzt Diensterfindungen, aber im Prinzip könnte man auch sagen Contentproduktion. Wenn ich angestellt bin für eine Hochschule, sei es jetzt als externer Lektor, als hauptberuflicher Mitarbeiter, werde ich, insbesondere wenn ich in der Lehre unterwegs bin, Content produzieren. PowerPoint-Folien, Skripten, Prüfungsfragen und so weiter. Und die Frage ist immer das, was passiert, wenn ich dann einmal mich von der Hochschule verabschiede, aus welchen Gründen auch immer, darf dann die Hochschule das einfach weiterverwenden, in jedweder Form. Und das ist insofern nicht uninteressant, weil die Verwertungsrechte, also unter Umständen könnte man, insbesondere wenn ich die Ressourcen des Dienstgebers verwende, also zum Beispiel Software, Hardware und so weiter, kann man argumentieren, okay, das ist mit gemeinsamen Ressourcen entstanden, also reden wir von einer Miturheberschaft. Das bedeutet also, unter Anführungszeichen gleichen Teilen, der Dienstnehmer und die dienstgebende Organisation. Aber wie gesagt, selbst das kann unter Umständen schon fraglich sein, insbesondere wenn ich es außerhalb der Dienstzeit mache. Oder wenn ich zum Beispiel freie Dienstzeit habe und auch freie entsprechende Verwendung. Allerdings ist jetzt der zwingende Schluss, den viele Organisationen ziehen, dass dann automatisch alle Verwertungsrechte beim Arbeitgeber liegen oder beim Dienstgeber liegen, ist meines Erachtens falsch. Es gibt nämlich in Bezug auf Software, da sind wir wieder da, § 40b Urheberrechtsgesetz, gibt es entsprechende Vorschriften, wie das dort ausschaut. Das kann ich im Urheberrechtsgesetz nachlesen. Woanders gibt es das nicht. Im Patentgesetz gibt es noch. Im Patentgesetz werden für Patente Diensterfindungen geregelt, im Urheberrecht nicht. Das bedeutet, dass grundsätzlich ist geistige Eigentum, wenn ich schon eine Miturheberschaft annehme, zumindest geteilt ist. Und das bedeutet aber auch, dass die Verwertungsberechtigungen geteilt sind. Das bedeutet einerseits, dass mein geistiges Eigentum nachwirkt, auch nach Dienstende, und dass die Universität nicht zwangsläufig oder die Hochschule nicht zwangsläufig davon ausgehen darf, dass alles ihr gehört und sie kann damit machen, was sie möchte. An sich muss ich einen Konsens finden. Und da komme ich jetzt auch zurück auf Ihre Frage, wie sieht es aus mit OpenSS? Ja, ich kann Personen dazu verpflichten, OpenSS zu publizieren. Ich kann zum Beispiel sagen, also wenn Sie etwas publizieren im Rahmen Ihrer Dienstpflicht, dann bitte unter dieser und jener offenen Lizenz. Oder wenn Sie sagen, okay, Sie sind bei uns Studierender, Sie haben quasi einen Ausbildungsvertrag, was Sie sozusagen publizieren, geben Sie uns vorab schon die Berechtigung, Sie wissen ja, Verwertungsrechte kann man auch über zukünftige Werke machen, dass wir das dann entsprechend im OpenSS veröffentlichen dürfen. Wird aber auf jeden Fall nicht exklusiv sein, das bedeutet, er darf das trotzdem anderweitig machen und ich würde es auf jeden Fall schriftlich regeln. Sei es jetzt im Dienstvertrag oder wo auch immer. Und es ist eigentlich auch das Problem, dass gerade in älteren Dienstverträgen das genau solche Dinge eben nicht drinnen stehen. Und genau das ist meines Erachtens sehr wichtig, dass das entsprechend gelöst wird. Sowohl im Verhältnis der Organisation zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wie auch zu den Studierenden. Dass das einfach klar ist, was ich als Universität dann weiter darf. Weil in Wirklichkeit, wenn ich das nicht regle, muss ich mich jedes Mal fragen, okay, ich habe da jetzt eine Präsentation, die wird quasi von Generation zu Generation am Institut beispielsweise weitergereicht, die ist irgendwann einmal gemacht worden. Das ist nicht so selbstverständlich, dass ich sage, das gehört ja dem Institut oder der Bildungsunterorganisation, wir dürfen das verwenden. Das heißt, da würde ich aufpassen. Bitte. Die Frage war jetzt, darf ich arbeiten, ohne den Autor zu fragen, an Dritte weitergeben? Als Hochschule. Meines Erachtens kommt es auch hier darauf an, ja, wie sozusagen die Veröffentlichkeit
die Veröffentlichung geregelt wurde. Wenn ich sage, okay, also ein Exemplar dieser Arbeit steht bei uns in der Bibliothek, dann ist da letztlich ohnehin ein gewisser Zugriff. Im Zweifel würde ich fragen, aber es gibt ja, ich kenne es jetzt nur von der Universität, aber ich nehme an, dass es auch hier nicht anders sein wird, es gibt ja auch Arbeiten, die ich ja sperren lassen kann aus gewissen Interessen und dann ist es natürlich ein Problem. Ja. Aber grundsätzlich würde ich eher Kontakt aufnehmen. Wird in der Regel auch hier nichts Negatives daraus erwachsen. Aber wie gesagt, also gerade diese Content-Produktion im Dienstvertragsverhältnis ist nicht unproblematisch. Es wird immer wieder argumentiert, naja, die Verwertungsrechte müssten zwingend bei der Organisation liegen, das ergebe sich aus dem Treueverhältnis, aus der Treueverpflichtung, die ich als Dienstnehmer gegenüber dem Dienstgeber habe. So weit möchte ich aber nicht gehen. Ja, also das ist, sehe ich als problematisch und es wird wahrscheinlich auch auf den Vertrag drauf ankommen. Also gerade, ich kenne es eben von der Universität, Universitätsprofessoren haben ja andere Verträge wie wissenschaftliche Mitarbeiter, auch jetzt im Sinne, was Content bzw. auch Zeiteinteilung und Anwesenheit und so weiter betrifft. Also das ist da alles entsprechend ein zu berechnen.